Ein herzliches Quack, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest. Hier sind die ganzen Leute, die gerade letzte Folge hinter uns gelaufen sind, sozusagen wieder zurückgekommen. Und ich bin hier gleich am Sterben. Ich kann aber jetzt nichts essen. Kann nicht mehr sprinten. Ob wir gleich einfach sterben werden? Ich schlaf einfach mal so zur Sicherheit. Vielleicht hilft's ja was. Oh, beim Schlafen kann man Energie aufladen, so ein bisschen. Okay, dann muss ich, wenn die gleich hier weg sind, mich nochmal kurz hinlegen. So, einmal hier Z. Z. Stimmt, da kriegt man immer wieder, hat's mich grad, ein bisschen mehr Energie zurück. Die sehen mich hier nicht. Nein. Nein. Weg. Hier, Vogel, lenkst du ab. Demnach, es gab ja schon mal die Frage in meinen Kommentaren, ob die Mutanten einen auch im Shelter angreifen. Ich habe, glaube ich, die Frage gerade beantwortet. Ich habe gedacht, ja. Beziehungsweise, ich habe mich nicht getraut, hier einfach sitzen zu bleiben, aber, denen ist das Ganze dann ein bisschen zu suspekt und dann laufen sie weg. Feder. Ich will die aufnehmen. Feder. Was ist denn hier los? Ohne Molotows kann ich hier nicht so ohne weiteres. Was bastelt ihr denn hier überall eure Kack-Totems hin? Mal eine Runde pennen, sonst gehe ich hier gleich ohne Energie ein, sozusagen. Verziehe mich danach aber direkt wieder hier. Es rennt doch hier hinten dran bestimmt gerade einer rum. Problem ohne Energie ist, man kann nicht mal mehr richtig kämpfen. Ich muss mich jetzt hinlegen, auch wenn ich das wahrscheinlich direkt auf den Sack krieg. Oh, hier Energie voll. Jetzt hat es richtig funktioniert. Wo ist der Kollege hin? Ich weiß es nicht. Ist in Luft aufgelöst. Das ist ja geil. Ah, das war jetzt aber, glaube ich, Fail von mir. Ich glaube, ich hätte theoretisch einfach einen Samen nehmen können. Nächste Feld anpflanzen, noch einen Samen nehmen können, wieder anpflanzen. Weil er, glaube ich, alle auf einmal verwendet, ohne dass es jetzt irgendwie mehr bringt oder so. Hungry for something to eat. Ja. Da ich Hunger habe, weiß ich auch. Hier haben wir noch ganz viele Körperteile.
die werde ich jetzt hier mal los, indem ich hier so ein kleines Totem aufstelle. Köpfe sollten wir hier noch zwei haben. Hier ist Nummer 1. Ich will hier nicht das Feuer laufen. Ja, diesmal denke ich dran. Ah, hier ist bestimmt Kopf Nummer 2 dabei. Nee, das war er nicht. Das war er auch nicht. Da haben wir Kopf Nummer 2. Schönes Köpfchen. Kluges Köpfchen. Nee, so klug war er nicht. So, perfekt. Jetzt müssen wir hier Axt auswählen und wirklich, wir müssen erstmal Tiere killen jetzt. Und in der Nacht ist das Ganze immer so eine Sache. Wo rennt der hin? Rennen die denn direkt durch meine Base? Was ist bei denen denn los? Zumal ich hab, glaube ich, nee, ich hab kein Lizard-Skin mehr. Bräuchte ich dringendst wieder. Einfach aus dem Grund, dass ich noch keine Medizin gefunden habe. Wieder gerade hinsetzen. Lass ich jetzt mal meine Axt hier fallen. Da hinten laufen welche durch den Wald. Samen finden wir natürlich. Oh, das ist natürlich. Oh, das ist auch sehr gut hier. Natürlich auch sehr gut jetzt. Bleibt hier. Wo seid ihr? Nein, jetzt nicht so laufen, dass ich euch nicht mehr sehe. Die sind aber auch so klein und so flink und dann hier in dem so ein Sträucherzeug findest du nicht mehr. Oh, da lag's. Oh. Soda. Perfekt, Soda kriege ich schon mal wieder. Boah, geil. Tiere brauche ich nicht. Wer ist mich an Bären voll? Mal ein bisschen durch den Wald schleichen. Ich brauche hier echt ein paar Tiere, die ich dann grillen könnte. Einmal direkt ausrüsten sozusagen. Hinter mir schleicht ihr rum. Perfekt, den lass ich nicht aus den Augen. Kannst du vergessen, Kollege.
Genauso wenig den Hasen. Oh, sehr schön. Müssen wir aufpassen, weil hier wieder Leute durch den Wald schleichen. Das ist ein Hase. Ja, okay, wir können ja eh nur einen mitnehmen. Aber hier bleib stehen. Sehr schön. Ich meine, ja, im Endeffekt ist es ein bisschen jetzt Nahrungsverschwendung, wenn wir hier alles an Tieren töten. Weil wir eh nur eins von jedem aufnehmen können, sozusagen. Jetzt nur ein Stock. Ich achte auf das kleine Symbol, weil ich. Ich hatte noch keinen Speer gefunden bisher, aber ich hoffe einfach, dass der auch ein bisschen anders aussieht. Das Symbol von den ganz normalen Stöcken, das ist ja hier, seht ihr oben wie so eine. Ja, nicht direkt Winchelrute, aber geht so ein bisschen. Wird es gespalten. Ich hoffe mal, dass bei einem Speer die Anzeige sagt, hier spitz und so. Ich will nämlich jetzt nicht unnötig die ganze Zeit hier Äste sozusagen aufnehmen und dann meine Axt wieder fallen lassen und wieder aufnehmen und fallen lassen. Oh. Ist ja Bescheid. Da ist eine leere Flasche drin. Alter, was haben die denn hier für Sauerei gemacht? Hier ist ja alles zugepflastert. Das war jetzt ein bisschen komisch. Nein, nein. Damit ich mein Feuer ist verbuggt. Ich hoffe nicht, weil da liegt jetzt irgendwie ein verschmorter Hase drauf. Ich kann mich nicht erinnern, den da draufgelegt zu haben. Wenn man hier nicht gleich im Menü kommt, dass wir was essen können, müssen wir ein neues Feuer craften. Hier da hinten. Fuck. Fuck. Ja, hilft ja nichts. Wir brauchen neues Feuer. Ich mache aber noch so ein Basic Fire, weil ich das direkt hier hinstellen kann, sozusagen. Stellt einfach mal hier. Warum ist das Feuer so verbuggt? Also, dass auf einmal da irgendwas drauf liegt, was ich nicht draufgelegt habe. Ist echt schade. Aber der wird lecker. Lecker schmecker. Mmh. Der tat gut. Sehr schön. Machen wir mal unsere. Ach fuck, wir brauchen ja mehr Stickies. Wir haben die jetzt gerade verballert. Für die Hasenfalle und das kleine Feuer. Samen hat man keine aufgesammelt, glaube ich, ne? Können wir das hier anpflanzen? Können wir das hier anpflanzen? Was ist das? Was habe ich gerade? Batteries. Wer PewDiePie kennt, weiß, warum ich gerade so komisch Batteries gesungen habe. Zumindest wer PewDiePie kennt und sein
Outlast Let's Play verfolgt hat. Was ist das denn hier für eine Spindel da? Stimmt, Steine habe ich ja gar keine gebraucht. Dann müsst ihr ja noch alle da haben. Stickies brauchen wir. Liegen ja hier aber auch ein paar rum. Ach so, das ist wieder hier so ein Totem-Gedöns. Guck ich mal, ob hier Sticky trotzdem auch tödlich verwendet werden kann. Ja, allerdings dauert das ein bisschen. Geil, ist das eine Schleuder oder was? Kannst du hier so... Ja, bam. Das wäre natürlich sehr geil. Ja, ich würde sagen, wir fällen jetzt einfach noch einen Baum. Ein Baum. Ein Stöckchen. So. Irgendwie mit dem Anpflanzen, das klappt nicht so ganz, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, warum. Was wir dafür komische Samen hatten, da kamen immer nur andere raus. Aber die, die wir dann aufgesammelt haben, eben zum Schluss, die habe ich auch schon unterwegs gefunden. Da konnte ich dann diese Beeren mit anpflanzen. Warum das jetzt eben nicht ging? Vielleicht braucht man eine gewisse Anzahl an Samen, um an einem Feld anpflanzen zu können. Weiß es nicht. Müssen wir einfach nochmal ein bisschen drauf achten und testen. Wenn wir jetzt zwei von den blauen, von diesen größeren Sträuchern, haben wir glaube ich drei aufgenommen. Müssen wir mal einen Blick drauf haben. Aber erstmal legen wir hier die Stämme hier hinten ab. Ist noch kein Hase drin. Sag gerade, als ob er blinzelt, aber die Augen sind ja auch rausgefallen. Aber immer dadurch, dass der helle Sand so durchgeschimmert hat, sah das so. Da, was blutet ihr denn? Habt ihr gesehen? Den ist Blut rausgespritzt. Sah nicht so gesund aus. Oh, ich darf nicht so viel sprinten. Ich hab nicht so. Ah, doch, ich hab Soda. Easy. Sieben Stämme gehen auf so einen Lockholder und da vorne liegt Nummer 7. Als wär's geplant. Da habt ihr gesehen schon wieder. Ich glaube, die hat ihre Tage. Schwierig. So, legen wir den letzten drauf ab. Was können wir denn hier um die Base bauen? Also ich finde, wenn wir jetzt hier noch so eins als Fackel sozusagen hier neben hinstellen. Ich meine, hier haben wir jetzt eine Fackel, aber das ist ja... Kann man ja außer Acht lassen. Aber wir haben hier noch ein oder andere Leichenteil rumliegen. Machen wir nochmal so Abschreckung vor unser Feld. Das wir nicht anpflanzen können. Und die macht hier halb Suicide. So, finde ich das gut. Drei Köpfe. Ein Kopf ist hier, glaube ich, runtergerollt vorhin, oder? Oh, ein Kopf ist gut. Da liegen, glaube ich, alle drei. Oh, da drin nur ein Tennisball. Das auch. Das ist Kopf Nummer 2. Und Kopf Nummer 3. Sehr schön. Warum ich ihn nicht anpflanzen kann, das wüsste ich immer noch ganz gerne. Warum meine Nase heute so juckt. Wie gestern auch. Wüsste ich auch ganz gerne.
Sagen wir gehen einfach. Oh, da ziehen doch ganz komische. Was ist das? Da wird's ja. Genau, die Teile suche ich. Die habe ich auch gebraucht. Glaube ich zumindest. Jetzt nochmal ein bisschen. Müssen die Sticks voll sein. Steine haben wir. Hier, da geht noch einer. Stein. Perfekt. Sind wir da auch wieder voll? Würde sagen, können wir anfangen eigentlich. Eigentlich will ich hier die große Hütte hinbauen. Ich glaube, das mache ich auch als nächstes. Wird hier so um die Ecken sozusagen, hier, hier, eventuell hier vorne und hier neben nochmal so ein Totem aufstellen und dann direkt vor die Hütte so dieses große. Und wenn das getan ist und die Hütte steht, Fallen. Fallen überall. Ne, das brauchen wir noch nicht. Genau, Feld wollte ich doch anpflanzen. Das haben wir doch jetzt. Das sollten wir doch jetzt machen können. Geht auch bei allen Feldern, ja. Ich hasse irgendwie fair. Hier haben wir es jetzt angepflanzt. Hier können wir irgendwie nicht. Weil. Eine gute Frage. Weil hier zwei Tennisbälle liegen, bestimmt. Jetzt geht's? Nö. Vielleicht müssen wir einfach wieder mehr Samen sammeln. Ich würde sagen, ich stelle einfach mal jetzt hier das. Nee. Hier unsere kleine Hütte. Eingang ist. Jetzt genau vor und hinter uns. Wo ist denn da? Da drüben ist der Eingang. Hinten rechts jetzt sozusagen. Das heißt, demnach jetzt genau vor uns. Das heißt, ich stelle die Hütte. So hin. Ja, genau so. 82 Loks, das ist jetzt natürlich gar nicht mal so wenig. Aber, das kriegen wir hin. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich werde hier jetzt nochmal schön was braten und dann nochmal speichern. Und werde dann einfach direkt im Anschluss noch eine Folge aufnehmen. Weil wir jetzt gerade hier so wieder schöne Materialien haben, die will ich natürlich nicht wieder ans Nirvana verlieren. Wird hier einmal. Nein. 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 Warum geht es denn wieder nicht? Okay, wir können hier nichts braten. Demnach einmal Sleep. Müsste ja die Energie auch wieder voll sein. Dem ist so. Und noch hier schön unsere Schmucken. Accessoires. Wie heißen die Dinger eigentlich? Effigies oder wie auch immer man das aussprechen mag. Das ist ein Wort, das ich nicht so häufig gebrauche. Das geht hier auch immer noch. Warum kommen denn keine Bären? Ich will doch Bären haben. Mann, oh. Ich will Bären. Jetzt konnte ich hier was anpflanzen. Mal gucken, was da rauskommt. Sehen wir übermorgen, wenn euch die Folge gefallen hat. Hier so ein bisschen töten, aufbauen und Sachen suchen. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Das Ganze nimmt hier langsam Form an und wir bauen uns immer weiter auf. Und würde sagen, sehen wir uns übermorgen wieder bei der nächsten Folge The Forest. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne, sofern es bei euch auch so warm ist wie hier. Und macht's gut. Tschüss.